Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Nachdem wir die ersten beiden Spiele grandios gespielt haben und trotzdem verloren, hoffe ich, dass wir jetzt beschissen spielen und gewinnen. Aber okay, ich gehe ja sowieso davon aus, jedes Spiel zu verlieren. Hat man ja gesehen in den letzten beiden Spielen. Ich war der klar bessere Spieler. Vor allem im letzten Spiel war ich der klar bessere Spieler. Und ja, Gegner macht halt drei Lackertore, ich führe 2-0 und es reicht halt. Geil. Egal. Wir werden jetzt versuchen, noch besser in der Abwehr zu spielen und zu Null zu spielen. Verdammt, ich will zu Null spielen. Und werden trotzdem verlieren. Egal. Come on, Abwehr gut spielen. Komm schon. Ich will jetzt beide Spiele gewinnen, auch wenn ich beide verlieren werde. Das klingt alles ganz komisch, was ich gerade erzähle. Scheiß drauf. Rätsel mit Miranda. Oh, ich glaube, der Gegner ist gut. Nice luck. Ja, schönes Lagertor, Glückwunsch, geht gut los. Absolut verdient, hast du schön rausgespielt, hattest auch nicht zweimal den Ball verloren und einfach wiederbekommen. Grandios, toll. Egal, wir spielen wieder nicht zu null, was soll ich machen? Ich habe gut verteidigt, aber er lackt sich halt einfach zweimal den Ball wieder, macht dann irgendeinen bescheuerten Schuss mit Vardy und das Ding ist halt drin. Glückwunsch. Und bei meinem Glück bekomme ich jetzt natürlich nicht so ein Ausgleich, also dass ich jetzt einfach genauso am Lacken bin wie er. Vielleicht ja über die Ecke. Also, und das war halt kein Lackertor. Das war halt nicht gelackt. Das war halt einfach sein Fehler ausgenutzt, gut gepasst und dann halt einfach einen abschlussstarken Stürmer drin, der das Ding reinmacht. Das war halt kein Lackertor. So, jetzt möchte ich mein Lackertor bitte noch haben. Und dann führe ich nämlich schon. Hier hätte man sogar noch mal auf Willian spielen können, da die bessere Position hatte. Das muss ich mir vorhalten. Das war nicht perfekt ausgespielt. Ach, knapp, schade. Wieder gut gemacht mit Casemiro, er bekommt natürlich wieder den zweiten Ball. Wieder gut gemacht mit Miranda, er bekommt wieder den zweiten Ball. Also, das wäre so krass gewesen, wenn er jetzt wieder so ein Tor geschossen hätte. Nachdem er zweimal den zweiten Ball bekommt. So, jetzt bitte kein Eckentor.
Oh, ich hätte wieder auf Willian spielen können. Und mach das Ding halt einfach mit Firmino. Ich bin einfach zu egoistisch. Tut mir leid. Egal, Spiel gedreht. Passt auf. Hier Willian wieder relativ frei. Aber okay, er hat einen recht spitzen Winkel. Ah, ist trotzdem ein schwieriges Tor mit Willian. So, Firmino macht seinen Doppelpack. Wir gehen mal auf Defensiv. Spiel gedreht. Und war auch wieder kein Lackertor im Übrigen. Neymar zeigt auch defensiv wieder mal, was er kann. Ja, was soll ich da machen? Das war schlecht verteidigt von mir. Glücklicherweise kommen wir in einen schwachen Abschluss. Da habe ich halt auch den Fehler gemacht und gedoppelt in der Situation, wo ich hätte doppeln sollen. Ich glaube, er ist schon ein bisschen pissy. Oh, ärgerlich. Krasser Schuss von Eriksen. Oh, genau, was ich abdecken will. Das hat er ganz gut getribbelt mit Sonnen. Nein! Oh, fuck! Und wieder ein Lackertor. Ach, spiel doch bitte einmal ein Tor raus, Kollege. Spiel doch einmal ein Tor raus. Es ist aber, glaube ich. Ich überlege gerade, ich glaube. Das letzte Spiel, da hat, glaube ich, mit Aubameyang ein Tor rausgespielt. Ansonsten habe ich jetzt irgendwie in allen Spielen bisher nur Lackertore bekommen. Kein einziges rausgespielt ist. Okay. So, wenn ich jetzt einfach mal, ich habe jetzt zwei Tore gemacht, beide rausgespielt. Wenn ich jetzt einfach mal nur ein, ich meine, er macht zwei Lackertore. Wenn ich jetzt einfach nur ein Tor mache, was gelackt ist, why not? Wer verdient? Eigentlich müsste ich zwei bekommen für die ausgleichende Gerechtigkeit. Toll. Das ist ein Foul! Danke, Schiri. Ah, doch, ich dachte, es wäre schon wieder so ein merkwürdiges Ding, wo ich dann wieder als letztes dran war. So, mal gucken, ob wir unsere Ecken genauso gefährlich hinbekommen wie der Gegner. Scheint nicht. Ach, Mann, Mann, Mann. Wir spielen gut, aber der Gegner lackt sich halt leider zwei Tore. Aber egal, Herausforderung, das brauche ich. Ich suche die Herausforderung. Von daher, letzten beiden Herausforderungen habe ich leider nicht bestanden. Aber naja, was soll man? Ich meine, Lackertore heißen ja nicht so, weil man die hätte anders verteidigt. Also man klar, anders verteidigen kann man sie, aber Lackertore heißen ja nicht so, weil man sie schlecht verteidigt hat, sondern weil der Gegner halt einfach durch Glück zum Abschluss kommt oder vielleicht sogar durch Glück das Tor schießt. Hat er gut gemacht, weil mein Fehler war schlecht verteidigt. Da muss ich bei Higuain halt einfach anders rangehen.
Oh. Ja, Lackertor! Woo! Wurde auch Zeit, aber der Pass vorher auf Firmino. Ich weiß leider nicht, wer auf Neymar. Oh ja, perfekter Jubel, danke. Ich weiß leider nicht, wer den gespielt hat. Ich habe nicht darauf geachtet. Ich glaube, das war Casemiro. Aber da habe ich einen normalen Pass gespielt und er hat selbst automatisch einen Laufpass auf Neymar gespielt und er kam perfekt. Sehr geil. Und dann ein schönes Lackertor. Wurde aber auch mal wieder Zeit. So, und jetzt kein weiteres Tor von ihm fressen. Und noch ein viertes am besten nachlegen. Ich meine, ein Lackertor haben wir ja noch frei, ne? Also, wenn es nach der ausgleichenden Gerechtigkeit geht. Schön von Telles. Ja, verteidigen ist gerade ziemlich gut. Oh, zu spät. Fuck, er hat noch einen Boost dazwischen gekriegt. Das ärgert mich gerade, dass ich nicht eher abgeschlossen habe mit Neymar. Nice gemacht. Verteidigen ist aber gerade sehr gut. Er kommt erstmal nicht mehr an Tor näher. Jetzt deutlich aggressiver. Ach, schade. Oh nein, nein! Das war mal kein Lagertor im Sinne von, dass er irgendwie unverdient abschließen konnte. Es war natürlich ein schwieriger Abschluss, da geht leider manchmal rein. Ach, hätte ich einen Tick eher sehen müssen, dass er da auf den Spieler passt und halt eher zulaufen müssen, weil ich bin nicht mehr rangekommen. Und er hat leider genau im richtigen Moment abgeschlossen, sonst wäre ich halt noch rangekommen. Tja, ich hätte halt vorhin einfach eher mit Neymar abschließen müssen. Das war auf jeden Fall mein großer Fehler, wieder mein Foul, das nicht gepfiffen wird. Nice. Jetzt fehlt eigentlich nur noch, dass der Gegner das 4-3 in der 80. spielt, also schießt jetzt irgendwann, oder? Also das wäre doch jetzt genau wie in den letzten Spielen dann immer. Jetzt vielleicht. So wie zum Thema zu Null verteidigen. Ich habe so viele Tore gefressen die letzten Spiele. So krass. Und da ist das vier. Oh, doch nicht. Jetzt. Doch nicht. Jetzt. Doch nicht. Jetzt. Doch nicht. Jetzt. Krass, er hat doch noch nicht das vierte gemacht. Naja, jetzt vielleicht nach der Ecke. Hat ja genug Zeit.
Fick dich, er macht wirklich das Vierer. Halt's Maul, ey. Ist unglaublich. Ich habe wieder geführt, mehrfach in dem Spiel. Ich verliere es wieder. Läuft richtig geil. Perfekt. Nice. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ist natürlich auch wieder unverdient. Herzlichen Glückwunsch. Fick dich einfach nur, ey. So eine Scheiße. Wir gewinnen 3 Spiele in Folge. Unverdient. Wir haben es, glaube ich, nicht in allen geführt, aber in den meisten. Das ist unglaublich. Es gibt's überhaupt nicht. Ich verstehe das nicht. Klar, ist viel Pech dabei, aber. Ficken, ey. So eine Scheiße, Mann! Auf zum nächsten Spiel. Geil, wie wir mit Vermindo noch jemanden haben, der mit 10-0 bewertet ist. Krass. So ein Dreck, so ein elender Dreck, schon wieder. Das kann doch nicht sein! Wir haben dreimal geführt in dem Spiel, oder? Haben wir es 1-0 gemacht gehabt? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Oder haben wir das Spiel gedreht und es stand 2-1? Ist auch egal, wir haben mindestens zweimal geführt. Oh. Alle 3 Spiele verloren. Alle 3 unverdient. In mindestens 2 von den 3 geführt. In einem 2-0 geführt. Und jedes Mal zwischen der 80. und 90. Minute verloren. Ich glaube, zweimal kriegen wir das Tor in der 90. Das kann doch nicht sein. Ich konzentriere mich auf die Abwehr, ich verteidige gut. Großteil des Spiels bin ich besser. Großteil des Spiels kommen die Gegner nicht bei mir zum Strafraum, außer der erste Gegner, der war relativ gut, aber die anderen beiden Gegner kommen nicht in die Nähe meines Strafraums und lacken sich dann halt trotzdem wieder jedes beschissene Scheißtor, ey. Ich glaube, der vorletzte Gegner hat kein einziges Tor rausgespielt. Alle waren, glaube ich, Lackertore. Gewinnen wir jetzt eben. Also es scheint ja auch gerade nichts mehr zu bringen, demütig ranzugehen, davon auszugehen, zu verlieren, weil ich verliere ja wirklich die ganze Zeit. Gegner hat nicht so ein gutes Team, Jesus im Sturm, oh Basic rechter Stürmer und Basic Kanté und Basic Linksverteidiger und alle Verteidiger waren Basic. Konzentrieren wir uns in der Abwehr und gewinnen das Spiel einfach. Nach dem Spiel mache ich auch erstmal eine Pause und esse was. Ich glaube, wenn ich das jetzt auch wieder verliere, das Spiel, dann bin ich eh so angepisst, dass ich erstmal eine Pause machen muss. Din, 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 din. Din, 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 din. Din, din, din. Oh, so knapp.
Komm! Boom! Boom! Mit seinem schwachen Linken knallt Tolisso das Ding rein. Sehr geil. Unhaltbar für Lloris. Oh, der war gut. Zum Glück nicht gut genug. Fuck, die zweite Vorla der zweite Laufpass war dumm. Ja, der Gegner Glück. Schön gemacht mit Bailey. Scheiße. Ah, war doch nicht so scheiße wie gedacht. Ich Idiot! Warum mache ich das denn? Genauso wie der Gegner das macht. Toller Pass, Kimmich, danke. Wenn wir jetzt ein Tor fressen, ist es deine Schuld. Macht Stellungsfehler, weil er so aggressiv verteidigt. Oh, krass. Das war ein Lackertor auf jeden Fall, aber ist mir egal. Ich brauche mal eins. 2-0. Jetzt noch eins, den Gegner zum Abbruch zwingen. Das würde mich meine Moral erstmal richtig pushen jetzt. Come on. Come on. Come on. Muss ich mir nochmal ganz genau anschauen. So, Arangis. Drückt normal auf Schießen. Ich glaube, der Gegner, also ich glaube, der Lloris war noch mit dem Fuß dran, oder? Also krass, dass der da trotzdem reingeht. Boah, da hat man Glück, ey. Das hätte auch ganz, 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 ganz sehr ins Auge gehen können, bedroht. Jetzt ist er wohl im Grätschmodus oder was?
Nicht dahin, Mist. Schöner Schuss. Es war so klar, dass er das wieder macht. Okay, ich bin ganz zufrieden. Wir haben schon mal 2-0 geführt in der Weekend League und dann noch verloren. Von daher, Gegner hat nur einmal geschossen, ist scheißegal. Wir haben auch schon geschafft, dass der Gegner nur 0-mal geschossen hat und dann trotzdem noch gewonnen. Also, spielt alles keine Rolle hier. Ich bin der bessere Spieler. Ich denke, das ist auch bis jetzt der schwächste Gegner, den wir hatten in der Weekend League, aber das heißt erstmal überhaupt nichts. Das war ein Scheißpass. Hat er zu lange rumgealbert und versucht mit irgendwelchen billigen Dribblings oder Tricks hier mich zu verarschen. Und das war ein schlechter Pass von Bailey. Die haben wir zu viele Platz gelassen. Ah, Vidal. Vidal ist geil. War eine gute Entscheidung, das Geld in die Hand zu nehmen für ihn. Momentan fehlt eigentlich nur noch das offensive Potenzial von ihm. Aber es wird schon noch kommen. Oh, ich Idiot. Wieder Vidal. Schade, aber gut gespielt. War knapp. Komm, Lackertor Nummer 3. Ne, Nummer 2. Das erste war, glaube ich, rausgespielt. Oder? Bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ist auch egal. Komm her, verdammt nochmal. Komm her, ja, Mann. Und jetzt ruhig, 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 Freunde. Nicht durchdrehen. Aber gut, ein 3-0, das habe ich, glaube ich, bisher nur einmal verloren. Das wird auch nicht mehr passieren. Ich wollte auch keine 2-0s mehr verlieren, aber naja. Ich habe bisher auch nur einmal ein 2-0 noch gewonnen. Als der Gegner 2-0 geführt hat, noch nie ein 3-0. Also jetzt FIFA 18 vor allem. Ich glaube, ich habe es auch so noch nie geschafft gehabt in FIFA. Schlecht verteidigt von mir, aber glücklicherweise kommt der Pass nicht. Hat der Gegner ein bisschen Pech, weil es hat er eigentlich gut gemacht. Na, faul. Weiß nicht, ob von meinem eigenen Mann oder vom Gegner, es war ein Foul. Damit ist eine scheiß Heel-to-Heel, aber ganz ehrlich, das ist bis jetzt der Spieler, der die Heel-to-Heels am besten einsetzt. Damit schon zwei, drei Mal was gebracht. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich an ihm vorbeigrätsche und den Ball irgendwie wegkick, also ins Aus oder so. Aber okay, damit kann ich auch leben. Ich meine, auch eine rote Karte wäre jetzt nicht ultra schlimm gewesen. Nicht gut verteidigt. Jetzt aufpassen, dass das hier nicht noch brennt.
wollte direkt auf Werner passen, verdammt nochmal. Das war jetzt aber auf jeden Fall Ball gespielt. Hallo? Steht 2-3, sehr geil. Okay, steht 2-4, damit kann ich schon wieder besser leben. Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Schön, wie Arangis seinen Kopf getätschelt hat. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Puh! Ich hatte echt kurz Angst, dass das 3-0 in die Hose geht, aber es war okay. Ich denke, das sollten wir jetzt wieder hinkriegen. Die zwei Tore reichen bis zum Ende, hoffe ich. Aber ich habe halt auch leider das nicht gut verteidigt, die zwei Gegentore, muss ich sagen. Ich war viel zu aggressiv gegen seine Tricks, die dadurch halt auch gekommen sind. Jetzt hat er gerade ein bisschen Glück. Sehr gut. Hätte ich mich gerne erst nach dem Tor ausgerichtet, aber ich hatte keine Zeit mehr dafür. So eine Scheiße, wieder schlecht verteidigt gegen den Jesus. Fuck! Aber egal, es geht einfach auf Zeit. Ach, trotzdem kotzt mich das an. Alle drei Tore vom Gegner waren schlecht verteidigt. Von mir. Ich habe eigentlich nur Glück, dass ich mehr Tore gemacht habe als der Gegner. So ein Dreck. So wie zum Thema Zeitspiel. Den zweiten Spieler. Wir sind Thema Zeitspiel. Komm's doch mal her. Naja, ich bin überhaupt nicht zufrieden mit dem Spiel, abgesehen mit dem Ergebnis, das ich gewonnen habe, aber alle drei Tore waren nicht, also abgesehen von den drei Toren hatte ich super viele Phasen, wo ich echt gut verteidigt habe, aber die drei Tore habe ich alle scheiße verteidigt. Ich weiß auch nicht. Also, die hätte man alle drei verhindern können. Am Anfang, bis zum 3-0 habe ich wirklich gut verteidigt. Er kam überhaupt nicht durch mit seinen merkwürdigen Tricks. Aber dann, also das
1-3 gemacht hat, scheiße verteidigt. 2-3, scheiße verteidigt. 3-4, scheiße verteidigt. Das darf halt nicht passieren. Aber komischerweise, in dem Spiel, wo ich, wie gesagt, 3 Tore fresse, weil ich scheiße die 3 Tore verteidige, gewinne ich. In den anderen Spielen, in den anderen 3 vorhergehenden, wo ich eigentlich gut spiele, fresse ich nur die Lackertore. Krass. Das ist FIFA 18. So, 1, 2, 3, 4, okay. Vidal immer noch kein Scorerpunkt, aber das ist egal. Er kann auch von mir aus nie Scorerpunkte machen, solange er halt offensiv gut ist. Also Moment, wie viele Scorerpunkte hat Origi? 2, ne? Ja. Und obwohl Arangis 3 Scorerpunkte macht und Tolisso nur 1, ist Tolisso Man of the Match mit 0,1 besser. Ja, gegnerischer Torhüter hat auch einige, also ich hätte auch höher gewinnen können, der gegnerische Torhüter hat echt mal ein paar gute Paraden gehabt. Schade, jetzt habe ich irgendwie Bock weiterzuspielen. Ich muss was essen, ey. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Paxis. Tschüss, tschüss.